Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Lego Star Wars Die Skywalker Saga Video. Heute soll es mal um eine etwas kürzere News gehen und um die Codes, die ihr bei dem Spiel erhalten könnt, beziehungsweise wenn ihr die einzelnen Sets kauft, was ihr eigentlich gar nicht müsst, weil wenn ihr gleichzeitig das Spiel habt, braucht ihr gar nicht die Sets kaufen, weil die ganzen Codes zu den einzelnen Sachen, wie zum Beispiel, wenn ihr die Razor Crest freischalten möchtet oder Darth Sidious, gibt es schon bereits im Internet oder gibt es schon seit längerer Zeit. Ich habe sie nur noch nie auf meinem YouTube-Kanal eingebunden. Deswegen dachte ich mir, kann man die jetzt einfach nochmal da zeigen und dann habt ihr sie einmal, könnt ihr einmal abscreenshotten und dann habt ihr die schon mal, bevor das Spiel rauskommt. Deswegen blende ich die Codes hier mal eben ein und gehe schon mal zum nächsten Thema rüber. Und zwar hat ein Developer vor einer kurzen Zeit oder so, vor einem Monat, ja, also Monat ist schon ein bisschen länger her, ich würde wohl eher sagen vor 2 Wochen oder vor einer Woche, so ungefähr, etwas getweetet gehabt, und zwar wurde sehr oft gefragt, was denn wirklich mit diesen 800 Charakteren gemeint sind. Ist es dann wirklich 800 Charaktere oder sind es 800 Skins für die Charaktere oder wie sieht das jetzt aus in dem Lego-Spiel? Und er hat darauf geantwortet, ja, es sind 800 einzigartige Charaktere im gesamten Spiel und damit sind gemeint NPCs, also Non-Playable Characters, also nicht spielbare Charaktere, die sind damit drin, also es kann sein, dass wir 200 Charaktere haben, die wir gar nicht spielen können, also nicht freischalten können, also sind es insgesamt eigentlich nur 600. Dann Varianten, mit Varianten ist nämlich gemeint so etwas wie Endor Luke, Tatooine Luke, Hoff Luke oder Episode 7, 8 Luke, Machtgeist Luke, das sind die ganzen Varianten. Also es sind nicht 800 Charaktere, es sind 800 Varianten, Charaktere oder Kreaturen. Kreaturen sind nämlich auch noch dabei, da haben wir dann zum Beispiel den Rancor, einen Ewok und als Charaktere zum Beispiel C-3PO, Chewbacca mit C-3PO auf dem Rücken. Sowas könnte alles dabei sein. Schreibt gerne in die Kommentare, auf welchen Charakter seid ihr am meisten gespannt und welche Episode in Lego Star Wars The Skywalker Saga würdet ihr unbedingt gerne spielen. Das war's mit dem Video, etwas kürzer, stellt euch auf die nächsten Videos ein, die werden etwas besser und etwas länger werden. Haut rein, checkt gerne die alte Playlist ab, da sind über 50 Videos drin zum gesamten Spiel, alles was ihr wirklich wissen müsst. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.